Moin, ich bin Christian Pössl, Erlebnispädagoge und Naturpark Terra Vita Guide. Und ich mag draußen, bin gerne draußen, immer schon eigentlich. Als Kind schon bin ich viel in die Wälder gegangen und mit Freundinnen, Freunden haben wir Buden gebaut, stundenlang, tagelang. Und das hat sich auch durch mein Leben begleitet. Ich bin gerne draußen und gehe heute als Erlebnispädagoge mit Menschen, mit Kindern, Jugendlichen, allen Alters in die Natur und stelle sie dort vor besondere Herausforderungen, die sie meist nur schaffen können, wenn sie gut als Team zusammen funktionieren. Und das überall hier im Naturparkgebiet. Und heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. So, und jetzt führe ich euch mal zu meinem Lieblingsplatz. Kommt mal mit. Wir sind hier auf dem Teutoburger Wald, genauer gesagt auf 120 Millionen Jahre alten Felsen, dem sogenannten Ossning-Sandstein. Hier gibt es einen Hammerausblick in die münsterländische Tiefebene. Manche meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer sagen, wow, Christian, hier kannst du sehen, dass die Erde rund ist. Du kannst den ganzen Horizont überblicken. So, hier ist schon ein richtig schöner Ort. Ich sitze hier direkt an den Klippen. Hier unter mir geht es 50 Meter tief runter. Da kann man auch schon mal entspannen, manche nicht so. Ich habe noch einen schöneren Ort und das ist meine Hängematte. Die zeige ich euch jetzt. Da kann ich richtig schön chillen. Da kann ich die ganzen Eindrücke, die ich beim Klettern gesammelt habe, wieder zum Ausdruck bringen, wenn ich meine Platte mitnehme, mir meine Gedanken aufschreibe oder auch mal zeichne. Herrlich. Ja, ich mag draußen. Hier sind wir direkt an einem meiner Arbeitsgebiete, nämlich im Plissetal. Und an diesem Felsen kann man klettern. Das ist schon Klettern für Fortgeschrittene. Da oben seht ihr ein richtiges Dach, wenn ihr ganz nach oben guckt. Und dann sage ich zu den Kindern oder Jugendlichen, die hier klettern, ihr kennt ja Pipi Langstrumpf, ne? Mit Konrad Spezialkleber kannst du unter der Decke langlaufen. Die können sich das alle nicht vorstellen. Aber es gibt Menschen, die reisen zum Teil aus den Niederlanden, aber auch noch viel weiter weg her, hier an diese Stelle, weil das eine 8 Plus ist. Das ist die Brüllmaschine. So heißt diese Route. Und das schaffen nur die wenigsten, da drunter her zu klettern. Ich schaff's nicht. Aber es gibt andere schöne Stellen hier am Felsen. Wenn ich erzähle, dass ich hier mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier am Klettern bin, dann mache ich das mit Oswald, Erlebnispädagogik. Oswald heißt das, weil ich meistens in den Wäldern um Osnabrück unterwegs bin, mit Kletteraktionen wie hier oder mit dem Kanu auf der Hase oder beim Bogenschießen um den Piesberg herum. Also überall im ganzen Naturparkgebiet bin ich unterwegs. Gerne auch mit euch. Ich freue mich immer, wenn ihr mit nach draußen kommt. Ich mag draußen, ihr hoffentlich auch. Ja, schön, dass ihr mitgekommen seid nach draußen hier auf den Teutoburger Wald, auf die Klippen. Und es hat Spaß gemacht, man fühlt sich richtig gut ausgepowert nach der Kletterpartie. Und jetzt geht's auf Feierabend und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal dabei seid und mitkommt nach draußen in den schönen Naturpark Terra Vita.